Und mit einem frischen Kaffee sind wir wieder zurück am Start. Und werden jetzt noch weiter questen. Denn wir haben jetzt aktuell drin eine Quest, da müssen wir jetzt auf dem Jahrmarkt mit einem NPC sprechen. Bei der anderen geht es darum, Eierproben, Spinneneierproben einzusammeln und da noch ein paar Giftstachel, wenn ich das richtig deute, einzusammeln. Also diese Spinnengeschichte ist noch nicht vorbei. Wir müssen jetzt wohl in die Höhle nochmal rein. Und das andere war ja der Kram mit den Knochen am Knochenturm. Machen wir aber erstmal hier weiter in der Ecke. Und da leuchtet was. Jawohl. Sehr schön. Ja, wir kriegen die noch zusammen, die. Ah, okay. Das irritierte mich gerade. Ich konnte diese Knotenbäume noch anklicken, aber die waren ja für keine Quest mehr aktiv. Und die müssen wir einsammeln, hier die Eier. Schon. Aufpassen, dass wir uns nicht zu viel aufhalsen, sonst kriegen wir gleich doch noch ein Problem. Jetzt nicht so die tollen Sachen bei raus, aber ist ja nicht schlimm. Das heißt ja nur, dass wir eigentlich schon sehr gut ausgestattet sind in dem Levelbereich. In der Höhle ist auch, glaube ich, eine Named-Spinne drin. Die müssten wir ja eigentlich auch noch umhauen, wenn wir schon mal hier sind. Ist natürlich ganz schön viel los hier, ne? Da müssen wir aufpassen. Easy. Ja, da hinten ist auch eine, ne? Ja. Ah, das sind Scheiße. Ist halt sehr gefährlich hier. Heilen wir uns mal gerade hier ein bisschen, aber
diese Heiltränke, die sind ja ein Witz. Die sind jetzt zwar auch nicht so krass, die Teile hier, das Brot und das Wasser, um uns wieder aufzuladen. Das heißt, muss man vorsichtig sein hier. Cirilia. Ja, kann es sein, dass man die in der Quest dann nochmal töten muss? So, hier können wir unsere Kampfgeschwindigkeit ja auch mit steigern. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Das werden wir gleich mal benutzen. Ja, das soll wohl klappen. Schlimm war das jetzt nicht. Das Item leider nicht so gut wie erhofft, aber auf jeden Fall haben wir die Bestätigung, dass wir auch im Level 19 Bereich gut austeilen können. Gut, das war jetzt keine heroische Spinne. Dann machen wir gerade den Begleiter weg, sonst fängt er sich gleich wieder hier so ein Gegner ein und bleibt stehen. Gesehen, ja. Egal. Was zum Abgeben? Nein. Hello. Oh, hier, da ist das Plakat mit der Spinne drauf. Das liebe ich ja. Das ist klasse. Und etwas, was ich nicht benutzen kann, da frage ich mich. Ah, okay. Frage beantwortet, das liegt an dem Level, weil ich noch nicht Level 20 bin. Aber so viel besser, hätte ich jetzt gesagt, sind die Werte auch nicht, dass ich unbedingt Level 20 sein muss, um den Gegenstand auszutauschen. Der war ja nur minimal besser. Ja, siehst du, jetzt müssen wir die Endgegnerspinne töten. Ich wusste, in irgendeiner blöden Quest musst du da nochmal hinlaufen, bis irgendwo. Lässt sich dazu hinreißen, den Möppes zu töten und dann muss den für die Quest auch nochmal töten. Und wer läuft hier rum? Hallo, hallo? Drick. Und ist wohl Level 25. Weil der Söldner, ist das der Söldner? Ist auch Level 25. Wir geben jetzt erstmal Bericht ab auf dem Jahrmarkt bei Victra. Und dann können wir gerade eigentlich noch die Knochen machen. Und dann gehen wir nochmal in die Spinnenhöhle. Quest. Und da gibt es dann schneller als gedacht. Und
unser erstes Reittier. Und das gibt es dann noch fürs Haus. Das ist auch eine nette Geschichte. Ach, da müssen wir in die ganz andere Richtung, ne? Da müssen wir hier, war das nicht hier hinten? Genau, am Anfang, da müssen wir nochmal hin. Collect the tortured spirits from the Wellspring of Nightmares. Ich glaube auch, die Quest ist da nochmal so ausgelegt, dass sie einem zeigen soll, wie nervig das ist, zu Fuß irgendwo hinzugehen. Warum muss ich denn sonst jetzt nochmal durch die ganze Map gehen? Das machen die extra. Aber, na klar, man muss sich das Reittier verdienen, ne? Und womit könnte man das am besten darstellen, als zu Fuß nochmal einen ganz weiten Weg hinter sich zu lassen? Haut so ungefähr hin. Level 18 ist das dann, ne? Level 18 bis 20, da gibt es das Reittier. Und das Beste, ohne was dafür zu bezahlen und vor allen Dingen ohne dafür echtes Geld zu bezahlen. Selbst das gibt es ja auch. Jedes Extrem kannst du ja hier finden. Vom erquesteten Reittier bis zum Ingame beim Händler gekauften. Letztendlich enden dann bei dem im Marktplatz, dass du dann für vorher echt investiertes Geld dann käuflich erwerben kannst. Das Einzige, wo ich mal mit dem Gedanken gespielt habe, auch dafür Geld auszugeben, wäre ein lila Drache gewesen. Aber ich konnte mich dann noch zurückhalten, habe es nicht getan. Meine Lieblingsreittiere sind eigentlich die Raureif-Ordenstute und der Schneegreif. Beide kann man dann erquesten, da brauchst du nichts für ausgeben. Man muss nur ein bisschen Durchhaltevermögen haben und sich durch die Quests da durchmogeln. Und gerade Raureif-Orden war total nervig mit dem Status, den man ja erlangen musste. Da habe ich immer wieder ganz oft die gleiche wiederholbare Quest gemacht, um beim Raureif-Orden im Kunza-Jungle Status zu erwerben. Schneegreif in Vilius, Great Divide war das in der Zone, war auch nicht einfach. Aber jetzt habe ich nicht aufgepasst. Warum habe ich denn jetzt das Pferd? Oh. Das hätte ich ja schon benutzen können. Wie dumm bin ich denn? So, ich muss das hier ausrüsten, genau. Und dann kann ich... Ah, jetzt ja. Und die Flöte hier, die war für das Pferd, damit man das schon mal ausprobieren kann und sehen kann, wie toll das ist zu reiten. Und wie schnell. Ja, Schneegreif, wie gesagt, ist auch fand ich am Anfang schwierig rauszufinden, wie man den bekommt und die Quest auch startet. Aber das sind so meine Lieblingsreittiere, Lieblingsmounts. Mag ich mehr als manch anderes, was man im Marktplatz kaufen kann. Das nehmen wir natürlich mit. Dahin ist auch noch eins. Haben wir schon. Haben wir noch nicht. Sehr gut. Haben wir auch schon. Machen wir erst die Knochen. Wir machen die Knochen.